Wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir sind wieder in Saint-Denis und hier sehen wir, glaube ich, eine alte Bekannte, oder? Diese Nonne haben wir doch schon mal getroffen. Entweder das oder es ist eine neue. Aber wir helfen ihr natürlich auf jeden Fall. Ja, doch! Wir kennen sie. A little frustrated with the workings of our order. He keeps trying to be sent overseas, you know, do something with more challenge, maybe be a missionary. He's a lovely man. Sure. And how are you? Never better. Are you sure? I'm quite sure, sister. You know, a long time ago, I was like you. I very much doubt that. Oh, no, I did terrible things, awful things. And I could not stop doing terrible things because I did not believe that goodness existed. And then one day I saw that love did exist. And ever since then, doing bad things became, well, not impossible, but ridiculous. I guess I'm just hoping for a dignified exit. I shall pray for you. Oh, I'm not a religious man, sister. I'm an outlaw. Oh. What fun. Religion is just a word. Hearts are rarely pure, but equally they are rarely impure either. Well, that's an interesting way of putting it. To me, God is people and people are God. So we must all do what we can. These people are starving. Go find them some food. Don't worry so much about your heart. The actions will lead. And the heart follows. I'll still think of you in very nasty terms, as you wish. Ach ja, na schön. Okay, also ich hätte da... Oh ja, ich hätte Schweinefleisch mit Ackerminze und erst... Oh ja, hier komm, erstklassiges Rindfleisch mit Oregano. Komm hier, ich... braucht es eh nicht mehr. Bitte schön. You know what, sister? I think I've already got plenty of food on me. They can just eat mine. You are wonderful, Mr. Morgan. Now, that ain't true. Oh, I meant wonderful, but so very frightening. As you wish. Esse, wenn alle religiösen Menschen so wären. Wäre die Kirche wirklich viel sympathischer. Aber leider sind da auch einige, die es echt schwer machen, das Christentum sympathisch zu finden. Naja. Und dabei rede ich jetzt noch nicht mal irgendwie von dem Kindesmissbrauch und dem ganzen Zeug, wisst ihr? Also ich meine jetzt einfach nur... Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch in einem Krankenhaus, das einen christlichen Träger hatte. Das hast du einfach schon im Bewerbungsgespräch gemerkt. In dem Moment, wo ich gesagt habe, ich bin Atheist, hatten die schon so eine Attitüde, du bist einer von denen. Aha. Das war wirklich so, die haben glaube ich wirklich so gesagt, ja, also grundsätzlich ist das kein Problem für uns, wenn sie nicht an Gott glauben, also oder kein Christ sind, aber es wäre von Vorteil, wenn sie gerne einer werden würden. So ungefähr. Die haben dort wirklich, ohne Witz, die haben dort ethische Weiterbildungen für Mitarbeiter angeboten, die von einem Pfarrer gehalten wurden. Und die haben mir von vornherein sehr ans Herz gelegt, dass ich doch bitte drüber nachdenken möge, und da doch vielleicht ab und zu mal dran teilzunehmen. Und ich glaube, ich habe den Job damals allein deswegen nicht bekommen, weil ich da nicht ganz so begeistert drauf reagiert habe. Und dann habe ich noch den großen Fehler gemacht, den Satz zu sagen, dass ich nicht glaube, dass Religion sowas wie die Hoheit in Sachen moralischem Verhalten haben. Also moralisches Verhalten beschränkt sich nicht nur auf Religion, sondern auch nicht religiöse Menschen können sich gut verhalten. Ich glaube, das mochten die da nicht so. Zumindest haben sie nicht gerade begeistert geguckt. Ich will hier bloß mal ganz kurz was schauen. Keine Sorge, wir machen gleich weiter. Zwei perfekte Rattenfälle bräuchte ich noch für die Mütze. Ja. Oder ich könnte mir natürlich auch aus den Ratten... Das kann ich leider noch nicht kaufen.
weil ich keine Galatiere, was auch immer das ist, finde, obwohl ich den auch nicht schlecht finde, den Hut. Das hier, Gabelbock, Schlapphut, so einen ähnlichen habe ich aber auch schon mal. Der hier wäre natürlich auch... Oh. Ich glaube, den kannst du dir nehmen, wenn du wirklich komplett einen auf Outlaw machst. Also, Igitt, ey, der ist einfach mal aus zusammengeknoteten Rattenschwänzen und Rattenpfoten und Igitt. Kann ich das mal aus der Ferne betrachten? So grundsätzlich finde ich die Form gar nicht schlecht. Mir gefällt das so mit dieser Hutkrampe auf der einen Seite hochgedingst, aber ansonsten ist das natürlich ein bisschen ekelhafter Hut. Das hier wäre auch noch, aber hier gibt es keine Kondore. Naja. Oder sowas hier. Nee. Okay, das wollte ich eigentlich nur gucken. Also eigentlich wollte ich hauptsächlich nur das Bisonfell loswerden und gucken, wie viele Rattenfälle ich noch brauche für die eine Mütze da. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter bei Sadie. Ein bisschen mit der Hauptmission fortfahren. Und nächste Folge würde ich dann auch nochmal ein bisschen... Die Edith zum Beispiel hier, deren Sohn wir aus der Mine gerettet haben, die ist wieder auf der Karte aufgetaucht, also da geht's auch weiter. Und dann ist natürlich noch der Einbeinige, der mit uns angeln will und so. Das machen wir dann nächste Folge. Und das hier, das konnten wir das letzte Mal nicht machen, weil Arthur da dann seinen Tuberkulose-Zusammenbruch hatte. Vielleicht erzählt er ja jetzt davon. Alter. Any problems coming in? Nah. Guess they know now we ain't in the city. Who, Mr. Milton's friends? Yeah, they've had patrols out ever since you boys disappeared. Well, at least you're alive. For now, yeah. What happened in, Guama? Yeah. Nothing nice. What happened to Dutch? Because he seems... I don't know. Seems as... What began happening in Blackwater began happening years ago, maybe. Slow decline, I guess. What do you mean? I ain't quite sure. What happened here? I started gathering people up as best. Holy shit, wie lange habt ihr da drin gesprochen? You know that. Es ist schon Abend geworden. And Hosea. So that too. Oh. Ich bin am Morgen in die Stadt geritten. Oh lol, hast du dasselbe Pferd wie ich? Nee, ich glaube, es ist eine etwas andere Rasse, oder? Ja, egal. Auf jeden Fall, ich bin am Morgen in die Stadt geritten. Hab hier ein paar Felle verkauft, hab der Schwester geholfen und jetzt ist schon Abend. Wie schnell vergeht die Zeit hier? Aber der Himmel sieht natürlich wunderschön aus. Fast wie gemalt. Ja. Also das ist wirklich was ich, glaube ich, an anderen Spielen, wenn ich dann irgendwann mit Red Dead Redemption 2 fertig bin, vermissen werde. Diese Optik ist die ganze Gestaltung der Welt ist in meinen Augen absolute Perfektion. Oh, what the fuck? I found us a hot air balloon. You ain't serious. Now, the pilot, or whatever you call him, he thinks we're just in it for a lesson. Bit of a tour. He's quite the character. I think you'll like him. You know, I'm impressed. You really stepped things up, ain't you? Hey, we didn't know if you was even coming back. Whole thing hit folks real hard. You can see it. Heron's gone fallen fully into the bottle. Strauss is a bag of nerves. Swanson, well, Swanson's actually gone and cleaned up his act. So I guess it ain't all gone to shit. I'm just happy you boys were able to find us. Javier said he got the letter I left at the post office. That was a good idea. Until the Pinkertons showed up. Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Killed two of the sons of bitches at a campsite last week. What? Yeah, seems they've drifted down this way now. You're a busy woman, Sadie Adler. Oh. Also ja, das ist geil. Also John ist auf dieser Gefängnisinsel und ich glaube, ich weiß, welche sie meint. Ganz kurz, ich glaube, sie meint das hier, ne?
Das ist bestimmt die Gefängnisinsel, die die ganze Zeit hier in Rot gehüllt war. Da waren wir auch noch nicht. Und offensichtlich wollen wir da mit einem Heißluftballon rein. Mr. Bullard! Ah, Mrs. Adler! It's good to see you! Good to see you! Ah, this is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Ha ha. Have you ever flown before, sir? No. Oh, it's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in! Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why, a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above! Or below. Ah. Where'd you find this guy? I told you two would get on. Are you sure about this? Certain, sir. Quite certain. Mrs., let us away. Wish us luck. I've only crashed twice. Now, pull on that rope and hope for the best. Okay, warte mal, was konkret? Ich soll jetzt alleine mit dem Typen in das Gefängnis rein oder ist das jetzt erstmal nur ein Testflug? Das ist bestimmt nur ein Testflug, oder? Aber nice, wir fliegen. Aber guck's dir an, ne? Ich hab jetzt schon einen schönen Ausblick, ey. Und man kann jeden einzelnen Zentimeter, den man jetzt gerade sieht, bereisen. Decidedly harrowing experience for all involved. Keep going, sir. We need ja, ich steig ja weiter. Really reicht das überhaupt? Ich meine, gut, für zwei Leute, ich bin auch mal an einem Heißluftballon mitgeflogen, aber der war natürlich bedeutend größer. Alter. Über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Abgesehen von der Beinfreiheit bei Ryanair. Die ist sehr eingeschränkt. Okay, der Höhenmesser färbt sich rot. Alles gut, alles gut. Wieso? Du machst das doch super. Alter, wie geil das einfach aussieht. Wie ein Gebirge aus Wolken. Ah, ich find's richtig klasse, das Spiel. Ich hatte zwar manchmal Schweißperlen auf der Stirn, wenn ich wieder für irgendwas grinden musste, weil ich immer so dachte, ah. Oh, jetzt wieder hier 6 Stunden lang rumlaufen und Vogelfedern sammeln, aber ehrlich gesagt, unterm Strich, brauche ich es kein Stück, dass ich das hier gekauft habe. Anders als ein gewisses anderes Spiel, welches in der nordischen Mythologie spielt, finde ich, hat das Spiel hier jedes Lob verdient. Vielleicht perfekt nicht. Es gibt noch so ein paar kleine Sachen hier und da im Feinschliff, die ich vielleicht auch noch verbessern würde. Zum Beispiel die Tatsachen, dass diese alternativen Munitionsarten meistens ein bisschen sinnlos sind, weil ja, Standardmunition ist meistens sowieso schon stark genug. Und zweitens, oh, da vorne sehe ich es, oder? Da vorne, seht ihr das? Jetzt hier, genau rechts daneben, das sind doch Mauern, oder? Das ist doch bestimmt das Gefängnis. Ja, was sagen wir, also es gibt zum Beispiel Explosivmunition für Pistole und Brandmunition für Schrotflinten. Und das klingt alles sehr, sehr cool, aber die Tatsache, dass die Gegner ja sowieso extrem schnell sterben, mit wenigen Schüssen, selbst wenn ich nicht den Kopf treffe, brauche ich maximal 2-3 Kugeln und die Gegner sind tot.
Und so viele Gegner sind es halt meistens nicht. Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, irgendwie, dass ich zwingend Explosivmunition brauche. Und selbst wenn, ist es halt meistens so, wenn du das herstellst, dann stellst du eine Kugel her. Du stellst dort eine explosive Kugel her. Und wenn du halt ein komplettes Magazin füllen müsstest, müsstest du 6 separate Kugeln herstellen. Ah, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann mal gesagt. Da würde ich das dann eher wie bei Horizon Zero Dawn machen. Du hast halt ein Rezept mit bestimmten Zutaten und wenn du die Zutaten hast, hast du dann aber auch gleich mal 12 Kugeln. Die Zutaten können ja gerne teuer oder selten sein, ist mir ja egal. Aber dafür habe ich dann wenigstens, ich habe dann wenigstens 2 Magazine Explosivmunition, die ich durchfeuern kann. Ne, quasi so, kommt eine Gruppe Gegner und die kannst du dann halt eigentlich mehr oder weniger instant auslöschen, so. Als Trumpfkarte, wenn du so willst. Mr. Morgan, please, this is most irregular. Well, you want a happy customer, don't you? Weiß der überhaupt, wo wir langfliegen? Look, this isn't funny now. What on earth are you doing? The guards are bound to spot us. Calm down. They won't care if we stay high enough. I'm just looking for a friend of mine. Ja, aber jetzt mal ohne Witz, was will er denn, was ich mache? Das hier ist ein Heißluftballon, ich kann das Ding nicht unbedingt lenken. Ich sehe hier unten, da ist gerade eine Linie. Oder? Beim Aufsteigen, sehe ich das richtig? Ich glaube, ich muss ungefähr bei der Linie bleiben, oder? Kann das sein? Also aus der Höhe müssten wir uns eigentlich definitiv sehen. Okay, was ist jetzt los? The wind. Well, this is most unusual. Relax, Mr. Bullard. Take over. Keep us well away. Okay, also aus der Höhe müssten die uns eigentlich definitiv sehen. Okay, hier haben wir. That's not him. Oh, das ist aber gut. Die arbeiten hier auf einer Farm. Please hurry. Nope, not there. Fand ich ehrlich gesagt schon immer eine sehr gute Strafmethode. Das ist er, oder? Mit der... Ja. Was? Ja, ich wusste es, dass sie uns sehen. Ah, komm schon. Ja. Ja. Wie können die den Ballon verfehlen? Alter. Alter, ihr werdet doch selbst von Sturmtrupplern ausgelacht. Okay. Alter. Ja, Zwangsarbeit ist in Deutschland illegal, wegen Grundgesetz. Da steht ja, dass keiner hier zu einer Arbeit gezwungen werden darf. Freie Arbeitsplatzwahl und so, und das gilt auch für Gefangene. Also sie können es dir zwar anbieten, dass du halt Sozialstunden ableistest, so, aber du musst immer auch die Wahl haben in Deutschland, dass du es halt ablehnst und sagst, nee, da bleib ich lieber 2 Wochen mehr oder bleib ich lieber einen Monat länger im Gefängnis und arbeite dafür nichts. Mrs. Adler? Where? Being chased. A what? Yes. Hä, wie ist denn die da hochgekommen? Wie ist denn die da hingekommen? Wir sind, glaube ich, ein Stück weit westlich von... Nein, ich will das Pferd hier nicht abknallen. Bams! Stirb! Aber ja. Die Meinung teilt vielleicht nicht jeder. Ja, seht ihr, was ich meine? Zack, 2 Leute getötet. Wofür brauche ich Sondermunition? Also die hätte das Spiel meiner Meinung nach deutlich besser integrieren können. Und selbst hier habe ich den jetzt 2-mal nur in die Brust getroffen, aber es hat halt auch gereicht. Zack.
So. Bam. Aber wie ist die überhaupt da hochgekommen? Warum ist die überhaupt da hochgegangen? So. Und wie viele O'Driscolls gibt's eigentlich? Wie groß ist diese Bande? Zack. Ja, bin ja schon dabei. So. Bams. Ins Genick. Noch mehr? Ja. Wie groß, jetzt mal ohne Scheiß, wie groß ist die Bande, ey? Ich stell mir gerade Como Driscoll so auf dem Planeten Kamino vor. Eine weitere Million Bandenmitglieder ist in der Endfertigung. Da. Alter, ich hab den jetzt mehrfach getroffen, aber... Au. Du hättest dich im Korb zusammenfallen... Oh Gott. Ah, komm schon, ein bisschen höher. Look out! There's a bridge up ahead! Ja, ja, ich weiß. Okay. Okay, ich schätze mal, so werden wir nicht auf die Insel kommen. You're too high! Ja, ja, wieder runter, wieder runter, wieder runter. So ist gut, so ist gut, komm schon. Und die treffen die halt immer noch nicht, guck dir das mal an. Also so weit seid ihr nun wirklich nicht von der entfernt. Ich schwöre echt jetzt mal, ich schwöre echt. Diese Typen werden selbst noch... Komm schon, komm schon, komm schon. Diese Typen werden selbst von Sturmtrupplern ausgelacht. So scheiße, wie die zielen. Ich meine, ich bin froh, dass Sadie nicht stirbt und so. Ich mag die wirklich. Ich mag die wirklich gerne, aber... Es ist halt einfach mal mega bescheuert. You break your neck? I don't think so. Yeah, maybe. Damn it, look. There's more of them on the other side. They must have followed us. Get behind something. This ain't over yet. Ja, ist ja nicht so. Na gut, ich höre schon auf, mich zu beschweren. Ja, färbt den Fluss rot. Habe ich eigentlich die gute Munition? Ja, Express-Munition. Was? Bam. So, komm schon. Letzter. Zack. Zack, deinem Auge auf. Wiedersehen. Direkt in die Fresse, Alter. Bam. Ja, ja, bin ja schon dabei, Sadie. Alles gut. Zack, komm schon. Hier entkommt keiner. Stirb. Stirb. Ja, sieht so aus. Trouble for one goddamn hour. You got that poor bastard killed for his troubles. I kind of liked him. They got Combe, the government.
They got Cole O'Driscoll. They're gonna hang him in Saint-Denis. Hang him? Was? Okay. Mm-mm. He's already been tried twice for murder and found guilty. Sure, no doubt he'll escape again. No, he won't, because we're gonna make sure of it. We have our own problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him? Yes, in the fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure, but not behind bars. No, it's not behind bars. So, that's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good, because two is all we'll need. I'll get us a boat, a little one, and we'll sneak in and get him out of there. Meet me at Copperhead Landing. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, sie wäre echt ein definitiv besserer Boss als Dutch, oder? Ohne Witz. Oh Gott, die Frau ist echt zum Verlieben. Naja, also, das scheint der Plan zu sein. Wir holen erstmal John raus, während er auf den Feldern arbeitet. Was steht denn da vorne? Oh, Angler. Ja, während er auf den Feldern arbeitet und dann scheint Cole O'Driscoll gefangen worden zu sein. Ist allerdings vorher auch schon mal gefangen worden und jedes Mal entkommen und dieses Mal werden wir wohl sicherstellen, dass er dann auch wirklich baumelt am Galgen. Oh, das wird bestimmt... Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil Arthur hat ja gewissermaßen mit dem Typen auch noch eine Rechnung offen. Naja, für heute würde ich aber sagen... Ist mal wieder Schluss. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, würde ich mich wie immer über eine Bewertung und einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein!